Im Finanzjudentum, das sind auch die mit den großen Nasen und den Locken. Ja. Ich weiß es, das kommt für mich so aus dem Nichts hier gerade, wie du den Juden hier wieder vorholst. Wir wollen quasi in China anfragen. Ja. In Shanghai. Wenn wir doch nur einen hätten, der diese Skandale für uns aufdeckt, Tino. Dass hier jetzt schon zwei Leute gesagt haben, sie schicken hier Post bei uns ein an Radio Lotte, ja, zu Händen Brennpunkt Internet, und diese Briefe kommen irgendwie nicht an. Mindestens zwei Leute haben mir jetzt schon gesagt, dass sie mir was geschickt haben. Hm. Bei der einen Person war irgendwas, wo ich dachte, okay, vielleicht ist da vielleicht ein Fehler aufgetaucht, aber bei der anderen war das sehr authentisch, ja. Hm. Und wenn es jetzt nur eine Person gäbe, die solchen Unstimmigkeiten, ja, auf die Spur geht und auf die Schliche kommt. Kennen wir da vielleicht jemanden? Kennen wir irgendeinen, der Dokumente nimmt, ja, aus sicheren Quellen und, ja, sie verbreitet? Wenn er das machen würde, dann wüssten wir, wohin unsere Fanpost verschwindet. Ich weiß es nicht. Man hört da manchmal so einen Namen. Ich glaube, das ist dieser, der dieses... James Bond? James Bond, ja. Ist das dieser... Nee, warte mal, irgendwas mit... Peter Bond? Ist das nicht der Sprecher von Sonic? Julian Bam? Nee. Julian, der mit dem Rap-Battle. Ach, der Rap-Battle, ja, klar, ja, der. Person. Bewährte Arsch-Battle. 5 Punkte. Der war das doch, oder? Ich glaube auch, ja. Es kann nur einen geben. Mhm. So, Julians Plot-Battle. Julians Plot-Battle. Irgendwas mit Orange oder so? Ja, Julian Orange. Julian Orange. Da ist es auch ein großer Kritikpunkt an Julian. Assange. Ja, es reibt sich nur Orange auf seinen Namen. Assange. Ich werde das jetzt auch in Zukunft zu Hause sprechen, dass das bei euch ganz viel Vibratio am Urkanal macht. Julian Assange. Heute im Brennpunkt Hörerwunsch bei Tino und mir zu Gast. Niemand. Wir sehen uns, Julian Assange. Also. Ja, danke. For having me tonight today. Tonight today. Also, das, ja, spricht bestimmt so. Ey Leute, es wird mal wieder Zeit für einen neuen Brennpunkt-Hörerwunsch. Heute das Thema Julian Assange, was ja relativ aktuell ist, obwohl jetzt erstmal der Prozess, das Auslieferungsverfahren quasi auf Eis liegt bis zum 18. Mai. Habe ich ja auch im vorletzten Brennpunkt Internet schon angesprochen. Dass erst dann quasi das weiter besprochen wird mit Zeugenaussagen und so weiter, wird denn der Julian Assange jetzt, wer ist denn das? Wir machen mal jetzt 5 Schritte zurück, ja. Vielleicht gibt es ja Leute, die davon überhaupt noch nichts gehört haben, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, obwohl das jetzt schon 10 Jahre in den Medien kursiert, ist es gar nicht so präsent, wie es eigentlich hätte sein können. Aktuell ist es nicht so präsent. Also viele kennen ihn als Mann mit weißem Haar und weißem Bart. Es ist nicht der Weihnachtsmann, nein, nicht ganz. Es ist trotzdem eine sehr wichtige Figur gewesen, denn Julian Assange ist ein australianesischer Mann. Ah, der, hast du ihn jetzt direkt gegendert, Alter. Tino, ich gehe jetzt wieder. Wenn du jetzt so hier reinkommst, meine Fresse. Also er ist ein Mann, im Gegensatz zu einem seiner ehemaligen Kolleginnen, und zwar, ja, kommen wir später noch dazu. Er ist ein Journalist, er ist ein, was kann man sagen, angeblicher Spion. Es ist, so betitelt, ist alles so ein bisschen, ne? Ja, alles so ein bisschen, das ist nicht alles. Auch einer von diesen Hackern. Ich finde das so hässlich, wenn in deutschen Filmen irgendwie andauernd von Hackern gesprochen wird. Also kann ja sein, dass das so im Duden steht, aber Hacker, Alter, also bitte. Da denke ich eher so an die Wurstverkäuferin, ja, so. Alles wird aus Hack gemacht. Ja. Kennst du den Song? Natürlich. Das ist richtiger Banger. Hake ich Tee, oder? Nee, das sind so zwei Leute in einem Auto. Das ist nicht, das ist, glaube ich, also die sind keine Musiker. Das war einfach nur einmal so halt gemacht aus Langeweile. Die haben es dann auch nochmal als Studio veröffentlicht, als Studioversion veröffentlicht. Finde ich nicht so geil. Also diese Originalversion im Auto ist nach wie vor die geilste. Die ballert. Das ist meistens so, wenn es dann nur produziert wird, dann ist es meistens scheiße. Wie das Remake vom Watch Dogs Song zum Beispiel. Genau. Das ist auch nicht so gut wie das Original. Nee. Und auch nicht so viral. Echt, da gibt es 2 Versionen von? Ja, das wurde remastert, weil ja im Original Watch Dogs Song heißt es ja im im Frühhühling raus, oder? Wann? Was ist im Original? Im Frühhühling raus. Ja, und im Remake ist es dann Herbst. Nee, andersrum.
Oder? Warum denn? Wurde das verschoben? Es oder? Wurde wegen GTA verschoben. GTA kam doch im September 2013 raus. Ah, okay. Das 2013 ich auch kommt das neue Watch Dogs raus, war dann nicht mehr aktuell. Es wurde auf den Frühling 14 verschoben, wegen GTA. Natürlich nicht wegen GTA von offizieller Seite, sondern wir machen da noch, wir wollen das Spielgefühl noch optimieren. Es sollte perfekt werden, ja. Wie der Song von Herodes. Sie wollten nur eine Neuauflage des Songs haben. Also ich glaube, die ganze Welt ist sich einig, dass der Song besser ist als das Spiel. Keine das Spiel Ahnung. Wurde ganz schön abgewatscht. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Es wurde sich ein neuer Hörerwunsch gegönnt. Und den bekommt ihr auf eure Ohren. Julian Assange. Zurück zum Thema, würde ich damit sagen. Er ist der Gründer von WikiLeaks. Das ist so eine Plattform wie Wikipedia, also eine sehr freie Plattform, auf der ja interne, geheime Quellen, Dokumente hochgeladen werden können, die sich jeder Journalist quasi bedienen darf. Das ist ja auch schon so ein großer Knackpunkt. Kurz gesagt. Ja, also Journalist und so, was jetzt genau die Rolle ist. Oder was ist ein Journalist? Was darf ein Journalist? Was sollte ein Journalist? Wir haben die gleiche Reportage gesehen, glaube ich, über Julian Assange. Reportage habe ich jetzt vor kurzem nicht gesehen. Weiß ich nicht. Ich habe eine Doku gesehen vorhin noch. Okay, von? Weiß ich, ZDF oder so. Gebührenfinanziert gucke ich mir doch nicht so an, die 40, Scheiße. 40 Minuten lang über ihn, da habe ich mir ein paar Notizen gemacht, dass ich ungefähr Bescheid weiß. Aha. Und mit also alles, drei, was, drei Viertel Wissen. Alles, was du jetzt also hier reinwerfen kannst, ist gebührenfinanziertes Wissen. Nein, ich habe du bist staatlich indoktriniert. Ich habe gegen recherchiert und ich kenne ihn ja auch, nicht persönlich, aber ich weiß ja schon, was er so ungefähr gemacht hat. Habe mir aber die Informationen rausgesucht, die es über ihn so in der Öffentlichkeit gibt und was die öffentliche Wahrnehmung ist. Ja. So. Was jetzt alles aber stimmt und nicht stimmt, das kann man ja jetzt auch nicht immer nachvollziehen. Aber öffentliche Wahrnehmung schöpfst du dann auch eher aus jetzt der Doku oder sowas, weil so eine richtig öffentliche Wahrnehmung so im Privatleben oder im Alltag gibt es ja nicht irgendwie, oder? Nee, keine allgemeingültige. Aber was so die. Ich meine nur, also so Corona ist gerade in aller Munde. Man weiß, wie irgendwie seine Freunde oder sowas drüber denken, aber bei dem Fall jetzt zum Beispiel gar nicht. Obwohl es eigentlich. Aber schon beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist es ja schon oftmals so, dass auch beide Seiten interviewt werden. Also auch bei der Reportage, die ich gesehen habe, wurden Assange Kritiker als auch seine Freunde interviewt. Mhm. Und von daher glaube ich schon, dass es einigermaßen ausgewogen ist. Einigermaßen. Apropos auch Maßen wurde. Wir haben das Erdbeben in Madeira vergessen im letzten Brennpunkt. Egal. Können wir nachholen. Ach, scheiß drauf. Bei Unge hat mal kurz der Bildschirm gewackelt und das hat dafür gesorgt, dass alle Welt plötzlich ausgerastet ist. Ach so. Ja, gut. Haben wir hiermit nachgeholt, quasi. Ja. Die Information lade ich auf WikiLeaks hoch. Okay. Ja. Was ich sagen wollte, bei WikiLeaks ist es ja so, im Vergleich, also ist jetzt auch mein Halbwissen, aber ziemlich sicher ist es doch da so, dass das schon nochmal durch eine Art Filter durchgeht, dass es nicht so ist, dass einfach jede Privatperson sich da anmeldet und... Nee, so ist es nicht. Sondern die Dokumente werden dahin geschickt, mehr oder weniger, oder halt schon da hochgeladen, aber dann nochmal gegengeschaut, um ja auch zu bestätigen, dass die echt sind und sowas. Und das ist schon ein großer Unterschied zu Wikipedia. Die werden, Wikipedia auch da wird verifiziert regelmäßig. Ja, regelmäßig, aber nicht die ganze Zeit, weil es viel zu viel ist. Ja, das geht nicht, aber es wird schon geprüft, natürlich, auch bei Wikipedia kannst du nicht mal eben was reinschreiben. Da gibt es auch dieses, ich will nicht sagen Schneeballsystem, aber es sieht ein bisschen so aus, dass man sich hocharbeiten kann zum Administrator, zum Moderator und so. Und da kannst du auch für einen Artikel verantwortlich sein. Dann musst du erst Veränderungen überprüfen und verifizieren. Ist nicht ganz so easy. Ist ein Live-Goal, sich da übelst hochzuschlafen in dieser Nahrungskette und dann ganz viel zu trollen. 10 quasi. Jahre investieren, um da übelst großes Vertrauen zu genießen und dann jeden Artikel irgendwie, haha, Pups, haha, Hitler. Kann man tun. Ja, das ist mein Life-Goal. Und jedenfalls ist es so, dass sich halt Julian Assange und WikiLeaks sich sehr stark mit den USA angelegt haben. Ja? Sie haben Sachen geleakt, die Armee betreffen, die Kriegsverbrechen aufdecken, die von Geheimdiensten stammen und die nicht an die Öffentlichkeit sollten. Und selbst die Bewunderer von Assange sagen manchmal, dass er mit manchen Dingen zu weit ging. Weil Assange hat schon sehr, sehr vieles einfach nur veröffentlicht, hat aber weniger darauf geachtet, ob es wirklich relevant ist und ob das sein musste. Gab es nicht eigentlich den Grundsatz am Anfang? Also ich bin dafür,
wirklich für Leute, die es gar nicht verfolgt haben, fasse ich jetzt ganz kurz zusammen, was so seine Situation ist, warum er überhaupt Thema ist. Mhm. Weil das, was du jetzt auch gesagt hast, das liegt ja auch schon Jahre zurück. Ja, ja. Das ist ja eigentlich nicht aktuell, aber aktuell gibt es schon was. So, also er ist in die Kritik gekommen, dann ist er geflohen, war dann eine Weile in Schweden, ist dann zurück nach London, war da 7 Jahre in der Botschaft von, was war es, Ecuador. Mhm. Und jetzt quasi ganz grob erstmal nur zusammengefasst für die Leute, die gar nichts wissen, und dann können wir vielleicht auch mit 1, 2 Grundsatzfragen, die ich ganz interessant finde, anfangen. Und dann ist ja jetzt quasi, es gab einen Wechsel in Ecuador von der Präsident oder was auch immer da, der Diktator, der Hitler, was weiß ich, von Ecuador, ich glaube Präsident, ist gewechselt worden und da gab es halt jetzt Änderungen. Und deswegen durfte er jetzt quasi nicht länger da drin bleiben, beziehungsweise die Polizei von London durfte ihn da quasi rausholen aus der Botschaft. So, und jetzt ist die große Frage, wird Assange ausgeliefert nach Amerika? Wir haben ja auch darüber schon ein bisschen gesprochen in den letzten 3 Folgen, glaube ich sogar, oder so. Das ist reziprok dazu auch, habe ich euch schon 2-mal gesagt, das Wort, ich bin zu klug. Diesen anderen Fall gab mit der Diplomatin aus Amerika, die in London wiederum oder in England ein Kind totgefahren hat, die jetzt wiederum aber nach London ausgeliefert werden soll und aber in Amerika quasi Immunität genießt. So, und quasi der gespiegelte Fall dazu ist jetzt Julian Assange, ob er quasi ausgeliefert wird. Und da reden dann viele davon, dass da sehr harte Strafen auf ihn warten, vielleicht auch Todesstrafe oder 180 Jahre Gefängnis. Ja, 175 Jahre Haft. Sowas, ja. So, das ist also quasi der Ist-Zustand. Dieser Prozess in London geht weiter am 18. Mai. Und ja, da ist jetzt die Frage, ist das denn alles gerechtfertigt, was da mit diesem Mann passiert ist, dass er überhaupt da irgendwie 7 Jahre lang in so einem Kabuff leben musste und was da alles mit Überwachung vielleicht noch passiert ist und so weiter. Aber ich finde am Anfang irgendwie die Grundfrage erstmal ganz spannend und hoffe, dass wir da nicht ganz so wieder, oh ja, Tino, du hast so recht, oh ja, wir haben beide so recht. Aber wie das so ist, gibt es denn überhaupt gute Gründe, Dinge zu verheimlichen vor der gesamten Bevölkerung? Ich glaube eigentlich schon. Also ich denke, dass manche Dinge, war das Maaßen, der sagte, manche Infos verunsichern die Öffentlichkeit nur und sollten deswegen nicht... Teile der Antwort könnten sie verunsichern oder so. War das kein beliebter Ausspruch auf jeden Fall. Auf keinen Fall. Also der Ausspruch hat es ja wieder schlimmer gemacht, ja. Aber der Inhalt der Aussage stimmt so ein bisschen. Also wenn du immer alles transparent machst für die Öffentlichkeit und du merkst es ja am Coronavirus, ja, wie sie alle völlig durchdrehen durch Halbwissen, wenn du... deswegen finde ich es schon wichtig, dass manche Sachen vielleicht nicht in die Öffentlichkeit kommen. Aber es wird halt in diesem Rahmen dann doch auch mal Sachen werden verschleiert, die aber doch die Öffentlichkeit was angehen sollten. Und wo Dinge bewusst verschleiert werden, damit die Regierung davonkommt, wie es halt bei diesen Kriegsverbrechen war, dass die US-Streitkräfte da Leute abballern und viel mehr zivile Opfer verursachen, als sie zugeben öffentlich. Mhm. Das sind schon Sachen, finde ich, die in die Öffentlichkeit sollten. Sollten wir an der Stelle auch erwähnen, dass das, glaube ich, eins der ersten großen Dinge war, die Assange quasi aufgedeckt hat, beziehungsweise WikiLeaks. Das war damals dieses, wie heißt es, hat ja auch so einen geflügelten Namen, Collateral Murder hieß das. Genau. Dieses Video, wo du einfach in Schwarz-Weiß siehst, wie Leute halt, haha, komm, schieß da einfach drauf und ha, sind ja selber schuld, wenn die Kinder mit in eine Kriegszone nehmen und sowas. Weil unsere Kinder noch verletzt worden sind, nicht getötet, aber verletzt zumindest. Okay. Habe ich jetzt in dem Artikel gesehen, den ich gesehen hatte. Und die verhalten sich halt wie so Jugendliche, die ein PC-Spiel spielen so und nehmen das gar nicht ernst, dass sie gerade auf Menschen schießen und gerade Leben auslöschen. Und dass sie halt so flachsig da umgehen mit dem Krieg dort und mit der Situation da vor Ort. Und das finde ich schon, dass das an die Öffentlichkeit gehen sollte, um mal zu zeigen, dass die Armee nicht nur geile Sachen macht. So, die werden ja übelst hochgehypt, ja, die Leute, die da gerade die amerikanische, ja. Genau, die zur Armee gehen, genau, die haben gedient, die sind irgendwie millionenmal mehr wert als du und die müssen Respekt haben, weil die gedient haben. Aber manchmal ist es irgendwie nicht so. Manchmal sollten gerade den Leuten die Kniescheiben rausgetreten werden, weil sie halt da gewesen sind. Ja. Manchmal. Ja, also ich finde, das große Problem an dieser Sache ist, dass man in der Theorie davon ausgeht, dass quasi die Regierungen immer das Beste für die Bürger im Sinn haben. Und da bin ich zumindest ein gesunder Skeptiker dieser Sache, dass das immer so ist. Also in der Theorie, wenn man jetzt zum Beispiel sagt,
wenn es theoretisch gesünder wäre für die Gesellschaft und für den Verlauf von Corona zum Beispiel. Mhm. Und die Todeszahlen oder die Angesteckzahlen jetzt schon 100-mal so hoch wären, wie man eigentlich denkt, ist jetzt nur ein theoretisches Beispiel und ich kann auch nicht sagen, ob es wirklich besser wäre, ja, aber ich gebe es nur immer so in den Raum. Wenn man dann sagen würde, okay, wir verschleiern das jetzt, sagen wir, das ist gar nicht so schlimm, aber wascht euch mal die Hände. Aber man weiß halt, wenn man die tatsächlichen Zahlen veröffentlichen würde, würde es so eine große Panik geben, dass alle halt irgendwie noch mehr die Läden leer kaufen. Dadurch, dass alle reinrennen, erstecken sie sich erst recht an, weil plötzlich 10-mal so viele Leute überall in den Läden sind. Und dadurch wird es noch viel mehr verbreitet. Dann wäre das ja zumindest cleverer oder zumindest, ja, also schon irgendwie, es würde der Gesellschaft helfen, ihnen diese Informationen vorzuenthalten, theoretisch, ja. Ich kann jetzt, wie gesagt, nicht sagen, ob das irgendwie in der Praxis wirklich besser funktionieren würde, aber das wäre für mich ein Szenario, wo ich es verstehen könnte. Aber wie gesagt, das setzt voraus, dass zum einen dann wirklich nur Experten Politiker sind, was ich wirklich auch von der Schippe wuchten würde. Ja, also es gibt viele Leute, die nicht so Experten sind und trotzdem Politiker sind. Und dass sie nur das Beste im Sinn haben. Für wen ist die Frage? Ja. So, also ganz, ganz, ganz beschränkt würde ich sagen, es gibt schon Gründe, das zu verheimlichen. Auch vielleicht, ich weiß nicht, so dieses Area 51 und so, ja. Wenn jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wenn Area 51, die haben Alien gefangen oder sowas und die wissen, okay, in einem Jahr kommt hier ein Alienschiff hin und zerstört unsere Erde oder so. Ich weiß nicht, ob das einer Lösung helfen würde, wenn man das jetzt öffentlich macht und die ganze Welt stillsteht oder quasi in Chaos versinkt. So. Das meine ich halt auch, ne? Man muss irgendwie abwägen. Auf der einen Seite finde ich schon, dass unsere Regierung, die wir gewählt haben als Bürgerinnen und Bürger, dass die schon transparent arbeiten sollten, weil wir die in Auftrag geschickt haben, in unserem Sinne zu arbeiten. Und ich will vielleicht schon wissen, was genau passiert, was sie machen. Eigentlich müsste schon alles transparent sein. Aber ich glaube eben aufgrund der Dummheit vieler Menschen, der breiten Masse, dass es schon auch einen Sinn hat, dass halt solche Sachen wie eine Alien-Apokalypse, die man kennt, dass man die dann doch zurückhält. Um halt dann doch zu sagen, okay, wir sterben jetzt sowieso nächstes Jahr wahrscheinlich, weil die in dem Jahr hier sind. Ja, nicht mal den Ansatz, meine ich nicht mal, wir sterben, sondern einfach, dass man ja quasi vielleicht zielorientierter an einer Lösung arbeiten kann, an einer Megawaffe, die Aliens wegschießt, was weiß ich. Das funktioniert ja nicht, wenn alle ihren Job aufgeben und dann nicht mehr daran arbeiten, weiß ich nicht. Ist auch nur ein sehr theoretisches Beispiel. Und es ist ja auch nur hier versucht, um mal eine Gegenseite zu beleuchten, weil an sich sind wir uns, glaube ich, auch beide einig und haben das auch neulich schon im Brennpunkt gesagt, dass wir erstmal Whistleblower an sich gut finden und nötig auf jeden Fall. Und dass es das auch irgendwie zu schützen gilt. Ja. Und hier geht es ja auch nicht nur um Whistleblower an sich, sondern ja, um einen ersten Fall. Gut, Edward Snowden gab es ja auch noch, aber der erste richtige Fall, wo man sagt, okay, aber was wenn ich jetzt irgendwie was aufdecke, muss ich da jetzt fürchten, bestraft zu werden für. So. In der Reportage wurde eben auch der Unterschied erklärt zwischen Journalismus und Spionage, dass ja Journalisten offenbar nur Beweise annehmen von Quellen und die dann veröffentlichen. Aber Assange hat wohl bewusst angestiftet dazu, andere zu spionieren und ihm Infomaterial zu geben. Da gab es auch so Chatverläufe zwischen ihm und Chelsea Manning, seiner Komplizin quasi, einer der Infoquellen. War das nicht ein Typ? Ursprünglich, aber inzwischen ja nicht mehr. Oh Gott, scheiße. I back up. Oh Gott. Gender. Sorry. Also sie heißt jetzt Chelsea Manning. Okay. Ist jetzt auch in Beugehaft. Kommen wir später dazu. Beugehaft. Und wo er halt ihr sagte, oder sie sagte ihm, ich habe jetzt keine Informationen mehr, ich habe dir jetzt alles gegeben, was ich habe, was ich gefunden habe. Und er meinte halt Assange so als Antwort, neugierige Augen finden immer etwas. Okay. Was wohl eine Anstiftung zur Spionage war. Und das ist halt dann die rote Linie, die er überschritten hat. Ja, aber da würde für mich ja auch wieder, also Spionage für wen ist die Frage. Und da ist ja auch ein bisschen zweischneidig. Kommen wir gleich zu. Aber Spionage heißt ja, hatten wir auch im Brennpunkt schon, dass du es quasi für ein Land in dem Sinne, also
gegen ein Land, für ein Land. So, also jetzt zum Beispiel für Deutschland. Muss nicht sein. Ja, aber für wen spionierst du dann? Wenn du es wirklich für alle, für die Gemeinschaft der Menschheit tust, dann würde ich das nicht als Spionage bezeichnen. Selbst wenn du nachhakst. Also ich verstehe den Punkt so mit annehmen, aber selbst das ist das nicht die Definition von investigativem Journalismus, dass man irgendwie da tiefer nachgreift. Also klar, nicht irgendwie jetzt zwingen oder sowas. Aber zu sagen, hey, meinst du, da ist nicht noch mehr zu finden oder ist das alles, was du weißt? Nee, er hat ja nicht gefragt. Er meinte ja nur, so neugierige Augen finden schon mehr. Ja, das ist das suggeriert schon was, aber es ist jetzt irgendwie nicht, hier, du böser Junge, mach das mal, sonst trete ich die Kniescheiben raus, oder? Nee, aber WikiLeaks hat ja auch sich zur Aufgabe oder hat sich benannt als erster Geheimdienst des Volkes. Okay, ja. Und aus dem Grunde geht man schon von Spionage aus, auch wenn es natürlich irgendwie am eigenen Volk ist oder an der eigenen Regierung. Aber es wurden ja bewusst Informationen rausgeholt, die nicht rausgeholt werden sollten. Und die nützen ja auch anderen Leuten was. Also ich glaube auch, dass man vermutete ja auch eine Verbindung zu Russland zum Beispiel oder dass Assange in Wahlkämpfe eingreifen wollte. Das ist der große Punkt, der für mich halt so ein bisschen eine Rolle spielt, ist, man weiß jetzt nicht genau, ob wirklich E-Mails, Hillary's E-Mails, ob das eine große Rolle gespielt hat beim Wahlkampf. Aber es hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Ja, doch, es hat schon an Clinton ihren Image gekratzt. Auf jeden Fall. Und der Punkt im Nachhinein ist halt auch, das macht es halt für mich auf jeden Fall kritisch. Ich würde nicht sagen, dass irgendwie Julian Assange von Russland oder sowas gekauft oder was auch immer ist, ja? Glaube ich auch nicht. Aber es hat auf jeden Fall Trump geholfen und Hillary hat im Endeffekt sich ja irgendwie auch 16 Stunden hingesetzt, hat Interviews oder hat Zeugenaussage gemacht beim FBI und so und es kam ja raus, dass sie quasi nichts, sie hat keinen Dreck am Stecken in dem Sinne. Klar war das irgendwie, sie hat es ja die E-Mails auf einem irgendwie ungesicherten Bla gehabt oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall kam halt raus, dass sie nichts sich vorzuwerfen hat, was jetzt schlimm wäre. Es ging ja darum, dass die Demokraten unbedingt die Clinton irgendwie an die Spitze hieven wollten. Ja, das auf jeden Fall. Und das soll wohl unfair gewesen sein den anderen Kandidaten gegenüber, weil gerade als Demokraten sollte man ja demokratisch handeln. Ja, aber das haben wir in diesem Wahlzyklus auch. Und da sagen ja alle, bis auf Bernie Sanders, haben gesagt, wie das System ist, so soll es halt ausspielen. Also das wissen auch alle, die da reingehen in diesen. Also, ja, es ist ein offenes Geheimnis, dass das DNC, also die Demokratische Partei, die Verwaltung quasi, die sagen halt, wie gesagt, die haben diese Superdelegate, 700 Stimmen extra, beziehungsweise wenn man es dann umrechnet, 700 mal 10.000. So viele Leute können sie quasi überstimmen mit ihren Superdelegaten, aber das wissen im Vorfeld alle. Und es ist klar, dass die irgendwie Favoriten haben. So, ich finde das nicht gut, aber das ist bekannt. So, aber durch dieses Hillary's E-Mails, das war halt so ein Angriffspunkt gegen sie, obwohl im Endeffekt rauskam, dass da jetzt nichts wirklich so war, was strafrechtlich relevant ist. Klar ist sie nicht die geilste. Aber es reicht ja auch schon, dass die Bürgerinnen und Bürger in den Zeitungen lesen, es wurden E-Mails von Clinton geleakt mit brisantem Inhalt. Ja. Das reicht schon aus, weil sich viele gar nicht befassen, was da eigentlich drin steht. Absolut. Nur diese Schlagzeile, oh, sie hat was zu verbergen, sie mussten geleakt werden, die E-Mails. Das reicht schon aus, um ihr Image anzukratzen, sehr stark sogar. Und es gab wohl auch Korrespondenzen zwischen Trumps Sohn und WikiLeaks, dass sie abgesprochen haben sollen miteinander über gewisse Strategien. Ja, also das ist für mich so ein Punkt. Es kann schon sein, dass wenn dieses mit den E-Mails und so nicht rausgekommen wäre, dass wir dann heute keinen Trump hätten. Und das ist halt schon ein harter Punkt. Aber das ist kein Punkt, der mich sagen lässt, okay, dann finde ich jetzt Whistleblower plötzlich doof irgendwie. Nee. Weil die E-Mails, das sind ja trotzdem vorhanden gewesen. Das waren ja keine gefälschten Sachen. So, dann ist das halt so. Trump hat es halt clever für sich genutzt. Und die Russen haben ja auch, das ist ja auch offiziell bestätigt, dass sie halt auch damit rumgefuscht haben. Inwiefern da jetzt wer mit wem, ist mir eigentlich auch egal. Das ändert ja an dem grundlegenden Fakt nichts, dass erstmal gut ist, wenn Whistleblower Sachen aufdecken, die Gesellschaft erstmal vielleicht wissen sollten. Ich finde es sehr fragwürdig, wie selektiv die Gesellschaft dann immer drauf reagiert. Kommen wir gleich vielleicht besser noch zu. Vorher werde ich noch kurz sagen, was du halt ansprichst mit, wie das halt durch die Medien gepeitscht wurde, die Macht der Medien einfach dadurch. Ja. Aber auf der anderen Seite kann man der vielleicht auch entgegenwirken durch sowas wie WikiLeaks. Wenn das größer wäre, oder halt nicht WikiLeaks an sich größer, sondern so ein
Selbstverständnis oder so ein Netzwerk von, wir veröffentlichen hier jetzt Informationen, vielleicht auch ohne Kommentar dazu. Weißt du wie? Ja, dass das dieser macht. Wikileaks erstmal. Ja, ja, eben, aber ich meine, das fände ich auch nicht gut, wenn da wieder irgendwie so ein Monopol geschaffen würde oder so, aber weißt du, dass das einfach so selbstverständlicher wird oder so, dass man halt, dass es halt mehrere solche Datenmengen, ich weiß es nicht genau. Ja, aber da die ist, haben ja schon den Journalismus verändert mit dieser Art von Berichterstattung, dass man jetzt, dass man auch auf die Quellen achtet und das, also nicht achtet, aber dass man die auch schützt. Also auch Julian Assange hat ja seine Quellen immer geschützt, aber was ihm sehr, sehr wichtig war. Und diese Datenbank zu haben mit Dokumenten und Quellen, das war schon einmalig oder erstmalig. Ja. Ich weiß nicht so genau, wie ich es formulieren soll. Ich wollte auf jeden Fall darauf hinaus, dass halt die Medien trotzdem eine Ultramacht haben. Hat man jetzt auch öfter bei Joe Biden zum Beispiel, dass er halt super gehypt wurde. Und dann klar, wenn jemand das ein paar Mal hört, oder Joe Biden, der ist super gut, ja, während über Bernie Sanders super schlecht andauernd berichtet wird, dann ist klar, dass da halt irgendwie eine vorgefertigte Meinung kommt. Und auch alleine durch Framing kannst du halt so viel machen. Medicare for All zum Beispiel, was Bernie vorschlägt. Genau. Da geht es dann darum, dass jeder quasi die gleiche staatliche Krankenversicherung bekommt. Aber in den Medien heißt es dann immer, die wollen eure Krankenversicherung wegnehmen. Ja? Und wenn du das so framest, dann ist ja klar, dass die Leute Angst haben. Oh nein, die nehmen mir was weg. Dabei wird es einfach nur ersetzt durch eine bessere Alternative. Genau. So. Genau. Das ist auf jeden Fall für mich ein großer Punkt, warum ich auch sage, in irgendeiner Form muss das doch. Ich sage nicht, dass WikiLeaks die beste Variante war, aber so eine neutrale Berichterstattung, du merkst halt gerade bei amerikanischen Sachen und auch hier in Deutschland, ich will doch keinen Kommentar lesen von irgendwelchen Drecksredaktionen, ich will irgendwie die Fakten ohne ja, Scheiße drumherum, weißt du? Doch, es kann schon sein, dass es manchmal hilft, Sachen einordnen zu lassen von Journalisten. Ja. Es ist immer eine Gratwanderung, dass es nicht zu einer Meinung wird. Aber dass man jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn es heißt zum Beispiel, Trump will die die Krankenversicherung abschaffen in den USA, dass dann der Journalist nicht einfach nur das kommentarlos stehen lässt, sondern dass er dann auch sagt, PS, das ist nicht gut. Das wirkt sich halt schlecht aus, so auf die Gesundheit der Menschen und viele werden davon nicht profitieren. Ja, okay, das verstehe ich schon. Aber es sollte schon in der Unterzahl sein, oder? Weil sonst ist es für mich irgendwie mehr Infotainment. Und es sollte eher Info als Entertainment sein. Ja, es sind halt Menschen letztendlich, auch die diese Nachrichten vortragen. Und du wirst es nie hinbekommen, solche Dinge einfach nur sachlich auf den Punkt zu bringen. Selbst diese Medien, die sich als neutral bezeichnen, wie jetzt irgendwie Kompakt und so, diese rechten Medien, die den anderen vorwerfen, nicht neutral zu sein, das sind ja die am wenigsten neutral sind. Ich habe mal Kompakt gelesen und mir haben da echt alle Ohren und Hoden geschlackert. Alle? Aber alles, ja. Alle, okay. Die ich habe, alle beide. Dass die ja extrem Wahlkampf machen für AfD, für Pegida, für Fremdenfeindlichkeit. Und ich glaube, dass du immer eine Nachricht als gesteuert oder als Meinung empfindest, wenn dir diese Nachricht nicht passt, weißt du? Obwohl sie einigermaßen neutral rübergebracht worden ist. Ja. Manchmal sind ja auch pure Fakten einfach nicht in deinem Weltbild verankert oder es passt nicht in dein Weltbild. Da denkst du, dass es eine Meinung gewesen ist, obwohl es das nicht ist. Ich meine, ich merke es ja auch schon, wenn ich mit Bekannten spreche, die irgendwie Impfgegner sind oder asylkritisch oder so und ich dann einfach nur mit Fakten komme, dann beschimpfen mich auch als Linksfaschisten und so und meine Meinung wird ja gesteuert werden und ich einfach nur schreibe, es war keine Meinung, das sind die groben Fakten zu dem ganzen Ding, das sind Zahlen. Yes, das ist korrekt. Danke. Tino, nee, ich habe gerade überlegt, wie wir das ordnen, weil ich würde vielleicht in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr noch auf ihn als Person eingehen, wenn wir im ersten vielleicht so ein bisschen allgemeiner sind und worauf ich auch eben noch angedeutet habe, dieses Selektierte, worüber echauffieren wir uns jetzt und was ist in ein, zwei Wochen spätestens wieder vergessen. Das ist halt echt super. Also auch dieses Video von damals, Collateral Murder, dieser ist Drohnenangriff oder so, ne? Interessiert doch heute keinen mehr, oder? Nicht so wirklich. Gefühlt. Nee. So, und das ist so eine Sache. Corona, gut, aktuelles Thema, aber weißt du, das ist in aller Munde.
obwohl man quasi nichts daran ändern kann. Das ist, also gut, man kann schon was ändern oder halt vorbeugen so, aber es hilft jetzt nichts, wenn man auf die Straße geht und sagt, ey, Corona ist blöde, so, weißt du? Das bringt nichts. Aber andere Sachen, wie das, das klar gibt es da irgendwie jemanden, so, oh, das finde ich nicht gut, aber so richtig ein Outcry gibt es da nicht. Panama Papers zum Beispiel. Nicht lange zumindest. Was war denn Panama Papers? Ein Riesending eigentlich. Oh ja, hier, was weiß ich, wie viele Millionen Dokumente, E-Mails, was auch immer. 3 Terabyte oder so an Daten, die ausführlich zeigen, wer halt wie irgendwie korrupte Geschäfte macht. Dann irgendwie ein Jahr später nochmal Paradise Papers. Nochmal obendrauf übelst viel, ganz viele Politiker mit drin und so. Und im Endeffekt juckt es kein Schwein. Weil das nicht wirklich greifbar ist. Und das siehst du ja auch in dieser ganzen Asyldebatte. Irgendwie, ich glaube, dass die Oma Gerda, die wir gerne rausholen auf dem Dorf, noch nie in ihrem Leben einen Flüchtling gesehen hat und auch ihn nicht sehen wird in naher Zukunft. Aber der ist ein Riesenproblem. Und dann wird immer argumentiert mit, ja, was die uns alle kosten, die ganzen Flüchtlinge, die hierher kommen. Aber das ist eben genau, was du ansprichst, diese Panama Papers und diese ganzen korrupten Banker, Politiker und Unternehmer, dass die uns ja das 100-fache davon kosten. Ja. Es ist für die nicht greifbar. Und es fühlt sich vielleicht auch vielleicht so an, als wäre das alles so weit weg, obwohl das näher dran ist als so Menschen, die flüchten müssen. Vielleicht. Ja, ich glaube, es ist auch eine gewisse Ohnmacht, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kann nichts dagegen tun. Was ich ja auch jetzt... Ich will nicht immer wieder auf den Amerika-Status kommen, aber ich bin da halt einfach sehr involviert und ich sehe halt wirklich da auch gewisse Sachen, die man vielleicht abwenden kann, wenn man irgendwie aus deutscher Sicht da mal drauf guckt und eventuell AfD und so intervenieren möchte. Das ist ja auch so dieses, wir hatten es ja jetzt erst im letzten Brennpunkt, Bernie ist es nicht, oh, dann ist doch alles scheiße, ich habe keinen Bock mehr so. Aber es ist kein, dieser eine Wahlkampf ist das, sondern es ist quasi ein Ding, was jeden Tag läuft, so ein kontinuierliches was dafür machen, was sich jetzt nicht an dem einen, also das Erbe von Bernie Sanders wird ja noch 50 Jahre nach ihm weiter Wellen schlagen, sag ich mal, wie viele junge Politiker der inspiriert hat hier, AOC und diese ganzen jungen Demokraten und so, und genauso ist es halt auch hier, also wenn man irgendwie sagt, oh ja, die Reichen machen ja eh, was sie wollen, dann ist ja klar, dass das immer so bleibt. Ja. Wenn man aber sagt, ey, das ist nicht geil, und wir müssen jetzt alles dafür tun, damit hier nicht, Paradise Papers, so und so viele Milliardäre zahlen da nicht, irgendwelche großen Amazon, Facebook und so, die machen, was sie wollen und so, alles dokumentiert, ja, das war schon immer so, wir können da eh nichts machen, so, dann ist klar, dass sich daran nichts ändert. Und es fällt ihm auch irgendwie auf, dass doch immer so ein gewisser Antisemitismus und ein gewisser Rassismus mitspielt. Wenn ich darüber nachdenke, dass wir tatsächlich jetzt gerade Beweise haben, Dutzende Beweise, Terabyte-Beweise, dass weiße, alte, reiche Männer das Volk über den Tisch ziehen und Steuern Da muss ich eingreifen, Tino. Nein, sprich erstmal aus, ja. Mach. Aber sobald es irgendwie heißt, dass das Finanzjudentum an einem schuld ist. Okay, und man das habe ich noch nie gehört. Natürlich, und man auf die Juden zeigt, die steuern ja die ganzen Geschäfte und so, die nehmen uns alle weg. Wenn das irgendwie aufkommt, ach ja, die Juden waren es, dann gehen sie auf die Straße, oder wenn es um Flüchtlinge geht, die kosten uns ja Geld. Wer ist denn schon mal wegen dem Finanzjudentum auf die Straße gegangen? Natürlich, das habe ich noch nie gehört. Natürlich, diese ganzen Verschwörungstheoretiker mit dem... Ja, mit, aber... Die Sonne ist flach und so, die ganzen Leute... Die Sonne ist natürlich, flach. Die schieben doch alles auf das Finanzjudentum. Und das ist, also, das ist halt ein Ding. Sowas, also was ja, Judenfeindlichkeit ist mir ein Begriff, aber ich habe noch nie das Wort Finanzjudentum gehört. Doch, gibt es. Könnt ihr gerne mal recherchieren, liebe Leute, oder auch du. Es gibt halt echt ganz viele Menschen, die auf alles... die den Juden alles zuschieben, dass die ja alles steuern und die Bilderberg treffen und solche Geschichten, und das hat alles immer irgendwie mit Juden zu tun. Ja, also da bin ich dann halbwegs im Bilde. Das liegt halt wahrscheinlich einfach daran, dass es viele reiche Juden gibt oder gab. So. Ja, weil die damals so klug waren und rechnen konnten. Ach so. Und deswegen waren die halt immer die Bösen im Mittelalter. Das positiver Rassismus, dass du sagst, alle Juden können gut rechnen. Nee, es war ja einfach ein Fakt so, dass, ich weiß nicht mehr, welche Epoche das war, aber dass die jüdischen Bürgerinnen und Bürger
belesen waren, die konnten rechnen, die konnten lesen halt, und deswegen wurden denen die Finanzen aufgebracht. Aha. Und dann fingen die irgendwann an, wenn irgendwelche Unternehmen nicht mehr gelaufen sind, früher, die Juden haben uns das Geld weggenommen. Dieses und so. Scheiß Bildungsjudentum. Genau, so. Und deswegen kam es auch zustande, nicht nur deswegen, Antisemitismus ist ein ganz breites, schwieriges Thema, aber ganz grob gesagt, das gab es eben auch in der Vergangenheit, weil die halt rechnen konnten, so. Ja, aber trotzdem finde ich das ein bisschen fragwürdig zu sagen, alle reichen, also alle weißen Männer irgendwie sind böse, weil nein, sind aber, viel reich. Aber wenn man mal guckt, wer sind denn die Feindbilder? Ja, bei den Geflüchteten sind es auch alles irgendwie Schwarzafrikaner, Syrer, so junge Männer, die anders aussehen. Und bei den, dann sind es ja die Juden, im Finanzjudentum, das sind auch die mit den großen Nasen und den Locken. Alter, ich weiß es, das kommt für mich so aus dem Nichts hier gerade, wie du den Juden hier wieder vorholst. Aber nein, ja, ich verstehe schon so ein bisschen. Nein, das ist ja nicht meine Meinung, das ist ja, ich gucke ja auf die Feindbilder, die diese Verschwörungstheoretiker haben. Ja. Und dann gibt es eben die, wo du Beweise hast, ja, Panama Papers und solche Geschichten und die und Steuer-CDs aus der Schweiz, wo du beweisen kannst, es sind die weißen, reichen alten Männer, die die Unternehmen führen, die Steuerflucht betreiben in Milliardenhöhe, die dem Staat so viel Geld kosten, und da ist es allen scheißegal, da geht keiner auf die Straße dafür. Aber wenn du mal einen Geflüchteten siehst mit einem Smartphone in der Hand, dann drehst du halt völlig frei irgendwie als Deutscher. Das verstehe ich halt nicht. Deswegen sehe ich eben doch in diesen ganzen Dingen auch einen gewissen latenten Rassismus, okay, dass das immer so mitspielt. Das ist meine Ansicht, müsst ihr nicht vertreten, aber das sehe ich halt immer wieder. Mhm. Naja, gut. Du Tino-Jude. Ja. Ich muss aufpassen bei dem Thema, aber... Es gibt halt auch schwarze Milliardäre und weibliche Milliardäre und so, ne? Deswegen, das finde ich alles ein bisschen... Wenn man einfach das Milliardär als Feindbild von mir aus macht das so, aber irgendwie zu sagen, ja, alte weiße Männer sind halt alle... Na, sag ich ja nicht, es gibt ja immer alles, aber ich sag nur, guck doch mal die 100 reichsten oder die 10 reichsten Menschen der Welt an. Das sind doch alles weiße alte Männer, so. Ich glaube, Nummer 10 ist eine Frau. Siehste, so. Es gibt immer alles, aber so prinzipiell auch die Steuerhinterziehung betreiben und die ganzen, es gibt in den deutschen DAX-Unternehmen, in den Vorständen, mehr Menschen, die Thomas heißen, als es Frauen gibt. Es sind doch schon Aussagen. Ja, aber vielleicht haben Frauen auch weniger Interesse, in solchen Positionen zu sein. Und vielleicht haben wir in Deutschland auch viel mehr weiße Leute als nicht weiße Leute. Und dann ist das ganz normal. Das beiseite tun, aber es sind doch nun mal trotzdem dann die Feindbilder, die nicht anerkannt werden von der Gesellschaft. Gäbe es andere Strukturen, und es wären halt dann doch eher jüdische und schwarze Mitbürgerinnen und Mitbürger, die steuern uns bescheißen würden, dann wäre der Aufschrei, glaube ich, viel größer. Das kann sein. Das kann schon sein. Wenn Milliardäre alle schwarz wären, wäre wahrscheinlich ein größerer Aufschrei da oder so. Weiß ich nicht. Ist vielleicht auch meine rassistische These. Aber Tino, weißt du, wer noch ein weißer alter Mann ist? Julian Assange, um den es hier heute geht. Ja. Das ist ein weißer alter Mann. Und auch, wurde ja auch viel angehangen. Ja, man wollte ihn ja auch... So wie slick er direkt ins Thema geht. Ey. Ich bin gerade voll drin, tut mir leid. Ja. Ihr wolltet ja auch viel angehangen, dass er ja zwei Frauen vergewaltigt haben soll gleichzeitig. Alter, gut, dass du das erwähnst, weil das ist für mich ein Punkt, der ist so scheißegal, ey, ohne Spaß. Das regt mich am meisten aus. Und da sage ich auch wieder Macht der Medien und so, ne? Weil für das, was er tut, diese Vorfall mit Spionage oder nicht, da kann der Leute abstechen, da kann der 50 Frauen vergewaltigen. Das spielt überhaupt keine Rolle bei der Frage, ob er jetzt journalistisch oder spionagisch gehandelt hat. Und deswegen finde ich das so dumm, dass das so durchgepeitscht wurde. Ist aber mittlerweile, soweit ich weiß, also wegen Mangel an Beweisen eingestellt worden. Und war auch nicht wirklich eine Vergewaltigung, ist einfach irgendwie, weil in Schweden gibt es so verschiedene Stufen von Vergewaltigung. Da ist halt, wenn du es schriftlich hast, bist du halt ein Vergewaltiger. Ja, nein, Vergewaltigung, das heißt ja auch anders. So, in Deutschland steht halt bei Vergewaltigung steht halt Gewalt drin. Und es gibt halt in Schweden auch Fälle von Vergewaltigung ohne Gewalt. So, weißt du, was ich meine? Also, ja, ich weiß, ja. Und bei ihm ging es ja auch nur darum, dass er einfach ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte. Und die Frauen wollten dann irgendwie hinterher wissen, ob er genau sollte einen AIDS-Test machen. Und da ging es nur darum, seinem Ruf auch zu schaden.
Ja, wie gesagt, das ist halt der Punkt. Das ist, selbst wenn er das gemacht hat, selbst wenn er die richtig an die Wand geballert hat, ja, und die wollten das nicht. Ah, Hilfe, Hilfe! Scheißegal für den Fall an sich. Ja, dann soll er dafür von mir aus verklagt werden, aber für das andere ist das so irrelevant. Sind so blöd. Ja, ist halt wirklich so. Also, ja. Das ist eine Sache, die mir richtig auf den Sack geht. Und dann würde ich jetzt gerne mal kurz drauf eingehen. 7 Jahre in der Botschaft in Ecuador. Das ist erstmal klar, dass das irgendwie auch mental was mit dir macht, ja. Da gab es ja auch dann hier diese Sachen, dass sie ihn dann beim Rauslassen irgendwie den Rasierer weggenommen haben, damit er halt schön zugewuchert ist und so ein Shit. Aber davon mal abgesehen und abgehört und so, ne, ist ja alles irgendwie verwandt worden nach und nach. Ja. Und Besucher wurden die Handys kontrolliert und sonst irgendein Shit. Aber wenn ich in der Situation wäre, ich glaube, ich hätte wirklich spätestens nach einem Jahr, hätte ich lieber versucht, nachts heimlich aus dem Fenster zu klettern mit einer, so einer typischen... So Bettlaken aneinander gekettet. Ging doch nicht. Die waren noch eingekesselt von Polizisten. Die waren doch nicht, da waren doch nicht jeden Tag 100 Polizisten um das Gebäude aber rum. Das war schon sicher genug abgesichert. Keine Frage. Ich hätte es lieber versucht, so irgendwie, glaube ich. Nee, die wussten doch immer, wer gerade in der Botschaft drin ist. Ja, klar. Die wussten. Weil es wahrscheinlich nur ein oder zwei Eingänge gab. Wer reingeht, wer rausgeht. Ja. Und die kennen ja auch sämtliche Eingänge. Es gab auch nur einen Eingang, glaube ich. Und Fenster. Ja, aber die haben sie ja auch abgesichert. Ich glaube. Ich hätte es lieber versucht. Also er war 7 Jahre da drin, denkst du nicht, er kam auf die Idee. Ja, vielleicht kam er nicht auf die Idee. Fenster! Er sitzt jetzt in London im Hochsicherheitsgefängnis. Oh Fenster. Gott, wie dumm, warum habe ich nicht an ein Fenster gedacht? Ja, na, so meine ich es ja nicht. Schwarze Mütze aufsetzen und Fenster rausgehen. Ja. Ja, komm. Shirts mal aufsetzen, einfach rausmarschieren. Ja, so ein Pagen-Outfit oder wie laufen die da rum in der Botschaft? Keine Ahnung, aber du weißt doch, was ich meine. Also, auch über Kameras, sie haben den beobachtet. Natürlich, aber dann ist es ja zu spät. Wenn sie das sehen, oh, da ist weg, da ist der doch schon eine Stunde Vorlauf. Also das erste Jahr, wo er drin war, war noch nicht alles verwandt und alles. Spätestens da wäre ich raus. Und alles mit Kameras. Aber zu dem Zeitpunkt standen die noch Hand in Hand, die Polizisten haben Ringelpiez mit Anscheißen gemacht. Feel the world. Tanzen ums Haus. Und da konnte Assange gar nicht rauskommen. Und als es dann weniger wurde und nur noch so 3, 4 Hansener standen, war er ja verwanzt und er wurde garantiert beobachtet. Rund um die Uhr. Wir reden jetzt ja nicht von Oma Gerda, die irgendwie Taschendiebstahl begangen hat. Wir reden jetzt echt von Julian Assange, der weltweites Interesse hat. Ja, aber abhauen, rasieren, Chance. Mütze auf. Er hatte keine Chance. Er wurde kontrolliert bis zum Get-No. Julian, keine Chance. Die haben seine Arschhaare gezählt. Ja, die wussten von ihm alles. Also, ich glaube nicht, dass er irgendwie rauskam. Also, keine Chance. Da bist du zu naiv, glaube ich. Oh Mann, ey, das klingt für mich nach so einem schönen Abenteuer. Weißt du, querfeldein, flüchten, einfach in ein anderes Land. Das müsste es echt mal geben, so als Spiel, weißt du, dass man von der Polizei verfolgt wird und guckt, ob man es schaffen würde, unterzutauchen. Ja. Würde ich gerne mal. Ich glaube, ich könnte es auch ganz gut. Also klar, der war auch an sich sehr bekannt so, aber so wirklich auf der Straße erkennen würden, glaube ich, nicht so viele, oder? Also, wenn er jetzt auch sein Aussehen noch ein bisschen ändert, eine Mütze auf. Er hat jetzt nicht so ein markantes Gesicht, finde ich. Ja, aber er kam da ja nicht mehr raus, er war ja gefangen. Und ich glaube nicht, dass ich bin jetzt gerade ausgebrochen, Tino. Mach mir meine Fantasie nicht kaputt. Okay. Ich bin jetzt gerade ausgebrochen, habe eine Stunde Kameras Vorlauf. Ausgefallen, der Bulle hatte was im Auge. Ja. Aus euch konnte sich irgendwie ein Schnauzbart dran kleben und eine Brille aufsetzen. Selbst wenn der sich einen Bart aufmalt, so von weitem. Hm. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ey. Ich denke mir halt echt. Ich würde nicht 7 Jahre da drin leben, Alter. Weißt du, wie ich das fertig machen würde? Da komme ich ja zu dem Punkt so, dass das ja auch irgendwie psychologische Kriegsführung ist. Hat er ja auch am Ende. Er war ja auch richtig irgendwie verwirrt und so und paranoid. Und wusste auch, wie der Boden aussieht. Also wusste auswendig, wie die Bodendielen aussahen, die Flecken an der Wand. Da hat er nichts anderes machen können. Und in den letzten Wochen und Monaten durfte er gar nichts mehr machen. Wurden die Rasierer weggenommen, er durfte nicht mehr... Sein liebstes Hobby, rasieren. Rasieren den ganzen Körper. Und er durfte nicht mehr online gehen. Das ist halt, also spätestens dann wäre ich geflüchtet. Ich auch, ja. Komm, lieber ins Gefängnis, lieber zur Todesstrafe, als Game of Thrones nicht mehr gucken zu können. Ja. Da bin ich raus, Jungs. Da bin ich raus. Ja, aber ach Mann, ich weiß doch auch nicht. Er hatte keine Chance, glaub mir. Der war in diesen 7 Jahren so eingekesselt. Ich glaube, die Menschen sind dazu unkreativ. Selbst wenn man, stellst dir mal vor, ja, Metal Gear Solid. Man geht aus der Hintertür in so einer Kiste raus. Ja? Zumindest so 2 Sekunden denkt man da doch,
was ist denn das jetzt? Und ist so verwirrt. Mhm. Und das sind die 2 Sekunden, in denen du BAM machst, ja, und losrennst. Die erschießen dir doch nicht, Mann. Naja, auf die Beine das vielleicht. Das ist so eine wichtige Person, also so ein, auch so ein Verhandlungsding vielleicht für Amerika. Ja, aber in London doch nicht. In Amerika, er soll ja ausgeliefert werden. In London geht es jetzt nur, ob er ausgeliefert wird oder nicht. Ja. So, also da erschießen die den nicht. Und in Europa ist ja jetzt auch nicht so das Feindbild wie in Amerika. Mhm. Die mit ihrem, oh ja, unser Amerika ist das Allergeilste, wir müssen unsere Geheimnisse hüten um jeden Preis. Mhm. Erzählt das mal im Deutschen. Ein Deutscher sagt, willst du mich verarschen? Hier, ich will sehen, wo Merkel scheißen geht. So. Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass das der alles versucht hat. Und ich glaube, ich wäre auch durchgedreht schon nach ein paar Wochen eigentlich. Also ich halte schon, also klar, ich bin schon Stubenhocker ganz gerne, aber wenn ich echt nicht rauskäme. Ja, der hat ja nicht mal eine Playstation, das ist das Schlimme. Hat er keine? Naja, sein Computer halt, ne? Hat er auch zumindest kein Bett, ne, in die Anfangszeit. Nur eine Matratze. Mhm. Hatte keine Privatsphäre quasi. Nur so ein Tisch, den man immer mal wieder sieht, wo da mal Freunde saßen, die auch immer weniger wurden. Also der war schon ein armes Schwein. Mhm. Ist er vielleicht auch immer noch, Tino? Ja, ist immer noch. Er soll viel Gewicht verloren haben, habe ich gelesen. Jetzt in Haft. Ihm geht's wohl gerade sehr schlecht. Ja, also ich sehe es auch nicht 100%, also ich sage jetzt auch nicht, dass das irgendwie eine schillernde Ikone oder sonst was ist, ja, oder dass der super rechtschaffend ist, was auch immer. Ist ja auch so ein Fall wieder, ob er da wirklich im öffentlichen Interesse oder ob das dann so irgendwie sein eigenes Interesse war, weil wenn du da so eine Macht hast oder ein bisschen Ego oder so, dass du dann halt irgendwie doch eine eigene Agenda verfolgst und nicht nur, das sind alles so Kritikpunkte, die es so gibt, wo ich sage, von mir aus gehe ich auch mit, der war bestimmt nicht oder ist bestimmt nicht der lupenreinste Mensch und so und keine Ahnung, aber trotzdem, das muss man halt irgendwie in Kauf nehmen, um einfach zu sagen, dass Whistleblower an sich etwas Gutes sind und etwas sind, was man schützen muss. Mhm. Was man ja auch nicht zuletzt beim Impeachment-Verfahren gesehen hat. Da gab es ja auch immer wieder diesen Whistleblower, der diese ganze Ukraine-Affäre aufgedeckt hat, wo dann die Republikanische Partei immer wieder versucht hat, die Identität aufzudecken. Und der hat in Amerika auch selbst da ein klares Recht auf Anonymität. So, und wenn die dann immer wieder versuchen, in einem öffentlichen Prozess vor Millionen von Leuten irgendwie versuchen, den Namen da rein zu schleusen, dann ist halt das Leben von dieser Person in Gefahr. Hm. So, und wenn die das von sich aus, die Amerikaner, so verstehen, dann müsste das auch für Whistleblower gelten, die gegen das sind, was jetzt vielleicht gerade in deinem Interesse ist. Aber jetzt haben wir uns doch voll noch geeinigt, dass manche Informationen nicht rausgehen sollten vielleicht an die Öffentlichkeit. Vielleicht, aber sehr wenig, würde ich sagen. Ja. Oder sehr. Aber selbst und in einem Vakuum betrachtet. Also in der Theorie, dass die Regierung nur das Beste und nur Experten und so. Also nehmen wir das mal an. So. Ja. Und es sind echt nur so 0,01% der Informationen, die nicht rausgehen dürfen. Ja. Wenn jetzt aber ein, weiß ich nicht, Julian Assange 2 kommt und diese 0,1% an die Öffentlichkeit trägt, dann ist es ja im Prinzip doch eine Straftat oder etwas, was nicht sein sollte. Soll dann die Regierung einfach nur sagen, komm, er hat es geschafft, nice try so, 1-0 für dich. oder sollte sie nicht doch irgendwie dann sagen, hier, Kopf ab. Na, Kopf abhalten würde ich auf jeden Fall nie, zweimal auf jeden Fall, um zu verdeutlichen, wie ernst ich es meine, nicht sagen. Weil das ist halt wirklich so dieses typische, wenn du jemanden die Zunge rausschneidest, hast du Angst, was er sagt, so dieses Ding. Also jemanden wirklich mundtot oder tottot zu machen, körpertot, das ist halt wirklich alleine vom Zeichen her, das geht für mich gar nicht. So. Also würdest du trotzdem es gut finden, wenn sie Assange oder die Assange 2, den wir gerade konstruiert haben, wenn man den einsperren würde ins Gefängnis? Vielleicht müsste man da irgendwie eine Sonderregelung. Vielleicht ist das der Präzedenzfall, der gesetzt wurde, dass man die halt in Botschaften unterbringt. Ich werde nicht im Gefängnis gesteckt und in irgendwelche Botschaften von irgendwelchen afrikanischen kleinen Städten. Ja, also ich verstehe schon, was du meinst, dass man, wenn es wirklich was gibt, was ganz unabstreitbar schlecht ist, wenn die gesamte Bevölkerung das weiß. Also wenn es besser ist, wenn sie das erstmal nicht weiß. Und das wird veröffentlicht. Dann sagst du, okay, vielleicht sollte man da irgendwie doch Sanktionen aussprechen. Ja? Mhm. Das verstehe ich schon. Aber diesen Fall gab es meiner Meinung nach noch nicht. Das ist nicht der Fall Assange 1. Mhm. So, ich glaube nicht, dass die Gesellschaft an sich sehr jetzt darunter gelitten hat, dass er was auch immer alles veröffentlicht hat. Nee, aber es ist ja nun mal eine Gesetzmäßigkeit, dass diese
0,1% nicht rausgehen dürfen. Da muss man eben doch überlegen, ob man ihn bestraft. Und wenn ja, wie? Ja, aber also, du würdest doch mir zustimmen, dass Collateral Murder, dieses Video, auf jeden Fall öffentlich sein sollte. Das, ja, ich rede ja von dem, was nicht raus sollte. Und auch irgendwelche E-Mails oder so, die vielleicht irgendwas aufdecken, würde ich auch nicht dazu zählen. Ja. Und deswegen sage ich, diesen Assange-2-Fall, den du konstruierst, den gab es noch nicht. Mhm. Also würde ich mal abwarten, weil noch gibt es ja Assange 1 und bei dem würde ich sagen, der hat jetzt der Gesellschaft nicht so geschadet, dass man sagen sollte, ey, 175 Jahre ins Gefängnis mit dem. So, man kann ja einfach so ein symbolisches 5 bis 10 Jahre, so. Da würde ich sagen, okay, von mir aus. Der Richter, 5 symbolische Jahre ins Gefängnis. Nur symbolisch. Ja, oder was weiß ich, 20 Jahre auf Bewährung. Keine Ahnung. Boah, so lange, krass. Naja, aber weißt du, das ist irgendwie nicht halt dieses klare, irgendwie zu sagen, dass man wirklich den Fall setzt, ey, wenn du jetzt hier was aufdeckst, was wir nicht wollen, dann wirst du sehr hart bestraft. Mhm. So wie zwei YouTube-Strikes, weißt du? Du kriegst zwei Strikes und wenn jetzt nochmal irgendwie auf hier, die Finger hast du mal gehauen. Das war okay, hast jetzt gezeigt, du kannst gut hacken, das hast du toll gemacht. Wenn du es nochmal machst, dann kommst du 30 Jahre ins Gefängnis. So. Hast du schön gemacht, jetzt lass mal jemand anderen ran. Das wäre vielleicht eine Variante, wie man das irgendwie handhaben könnte. Das musst du den Nächsten schicken, der quasi das Verbrechen, glaube ich nicht, dass es durchsetzbar Natürlich ist. Natürlich nicht, aber wir reden doch hier auch gerade von theoretischen Fällen. Ja. Aber du sollst übrigens die Armbeuge husten, du Bacillus, ja widerlich. Ich habe so gemacht. Echt? So sah aus wie in die Hand. Ins Handgelenk, siehst du? Ja, nee, nicht Handgelenk. Und das wischst du wieder dann an Vaginen ab. Wir haben alle Corona. Ja. Naja, also, aber ich glaube, dass viele, die uns gerade zuhören, sich denken, fickt euch ihr zwei. Ich glaube, dass er alles richtig gemacht hat, dass es auch keine 0,1% geben darf, was nicht an die Öffentlichkeit soll. Denn Regierungen müssen so 100% transparent sein. Also, aktuell würde ich auch sagen, dass das so ist. Dennoch, in einem Vakuum betrachtet, wenn die Regierung ideal ist, rechtschaffend, ja, und gebildet, Expertise hat und so, glaube ich, dass sie schon clever entscheiden könnten, manche Sachen sollte man vielleicht nicht verraten. Hm. Oder erst, das ist auch wichtig, erstmal nicht verraten, um zum Beispiel eine Panik zu verhindern, weil die Panik macht das vielleicht noch schlimmer. Hm. Solche Sachen, ja. So, aber trotzdem, ich sage halt, diese Sachen musst du in Kauf nehmen, weil wenn du einmal den Fall schaffst, dass du kriegst jetzt einen Kopf abgeschlagen, weil du so ein militärisches Zerstörungsvideo da veröffentlicht hast. Das macht er kein zweites Mal. So, das macht er kein zweites Mal und das machen auch andere Leute vielleicht dann kein zweites Mal. Mhm. Und das finde ich problematisch. Deswegen sage ich, kann ich über alles hinwegsehen, was jetzt irgendwie, arroganter Typ oder was auch immer, kann ich drüber hinwegsehen und sagen, lass den mal. Mhm. Ist gemein. Natürlich unter Vorbehalt, dass irgendwie, was du halt sagst, ja, es ist nicht ganz so einfach. Ich sehe es nicht ganz so einseitig, aber trotzdem sage ich, das muss man halt abkönnen. Auch jetzt hier am Beispiel Amerika, das kann nicht sein, dass dann irgendwie im Prozess öffentlich, währenddessen der Prozess läuft, irgendwie Trump den Whistleblower irgendwie so hart in die Mangel nimmt, dass dann zukünftige Whistleblower Angst haben, Fehlverhalten von Trump aufzudecken. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein, nee. Und Chelsea Manning, die Komplizin von Assange, also eine von den KomplizInnen, die wurde ja erst begnadigt von Obama und ist dann wieder 2019 in Beugehaft gekommen, bis sie aussagt gegen Assange, aber sie hält halt den Mund komplett. Okay. So, und das finde ich auch irgendwie scheiße, dass man sie erst begnadigt und sagt, komm, vergessen, was die Begnadigung ist. So, wir sprechen dich nicht frei, aber wir belangen dich nicht dafür. Hier, du bist frei und dann wird sie doch wieder in Beugehaft genommen. Dass sie eben aussagt, was das denn für eine Demokratie, was das denn für ein Rechtssystem, frage ich mich. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Definition von Begnadigung ist, aber die Person hat ja schon auch vorher Strafe abgebüßt. Und wenn du dann begnadigst, müsste es ja beendet sein. Das ist ja kein Suspenden, bis auf unbestimmte Zeit darfst du erstmal wieder auf der Wiese tollen gehen. Begnadigung, ach nee, doch nicht. Ja. Also ja, damit habe ich mich nicht so beschäftigt, aber klar, wenn das so ist, dann ist das auf jeden Fall dumm. Aber ja. Das ist ja eh alles sehr undemokratisch passiert auch, dass als Assange seinen Anwalt eingeladen hat in die Botschaft, dass sie da selbst abgehört worden sind. Mhm. Aber eigentlich ist es ja das Grundrecht einer jeden Demokratie, dass ein Mandant und sein Anwalt unter vier Augen sprechen dürfen, ohne dass sie abgehört werden oder zugehört werden von sonst wem. Und die sind, weil sie vermutet haben, dass sie abgehört werden,
ja aufs Damenklo gegangen. Aha. Und selbst dann haben wir im Nachhinein doch noch Wanzen versteckt im Damenklo. Geil. Das ist halt ein ganz krasser Bruch, so, also auf dem Klo. Ich finde das ein bisschen auch, dass die ecuadorianische Regierung sich da irgendwie so verhurt, das überhaupt zuzulassen. Naja, nicht so richtig. Oder? Also ich glaube, es war so, dass es eine Sicherheitsfirma gab, die hatten ja eh schon Kameras in der Botschaft drin. Ja. Und da wurden die wohl ausgewechselt, die ganzen Kameras, und da wurden dann heimlich Mini-Mikrofone eingebaut. Das heißt, eigentlich gab es ursprünglich nur Bilder, das Assange und der Rest nur mit Bildern eingefangen worden ist. Und dann hat wohl die wer auch immer dafür gesorgt, dass noch Mikrofone eingebaut werden. Ja. Das war halt so ein Ding, was nicht abgesprochen war, was keiner eigentlich wusste. Naja, aber alleine schon. Und alleine selbst der Sicherheitsdienst ist jetzt quasi, wird gerade angeklagt vom Menschengerichtshof irgendwas. Der Menschenhof. Menschenhof. Mhm. Na, alleine das wäre doch irgendwie Grund zu sagen, das finden wir nicht geil, oder? Nee, also ich nicht geil. Wie auch zu sagen, ich finde Waterboarding in Guantanamo Bay nicht geil. Ja. Was auch. Der Zweck heiligt nicht die Mittel, so. Was auch WikiLeaks ja hervorgebracht hat mit Chelsea Manning. Die hat ja auch. Diese geheimen Foltermethoden irgendwie, genau. Die dann nachweislich gar nichts gebracht haben oder halt nicht mehr Informationen zutage gefördert haben. Genau. Ja, so, da kann ich auch sagen, das finde ich nicht geil. Auch wenn da in Guantanamo Bay wahrscheinlich ultra harte, asoziale Arschlöcher eingesperrt sind, so. Hm. Trotzdem, weiß ich nicht, kann ich mir. Also ja, ist auch ein schwieriges Thema. Klar, wenn du dadurch was rausbekommen würdest, was dann wieder Menschenleben rettet, dann kann man das so nachvollziehen. Mhm. Aber alleine jetzt, weil ja bestätigt ist, dass diese geheimen Foltermethoden, die dann ausprobiert wurden und so, dass das gar nicht so viel Informationen rausgebracht hat, wie man gehofft hat. Aber alleine dieser Fall, dass man halt irgendwie die Botschaft verwanzt und das abhört, dann muss man doch irgendwie doch schon sagen, nee, nicht mit uns. Nee, und auch zum Thema Foltern, das weiß man seit Jahrhunderten, dass es irgendwie nichts bringt eigentlich, und es gab ja auch schon. Ja, und das teilweise ja auch einfach, also ich würde sofort, mir ist das so scheißegal, weil ich auch überhaupt keinen Nationalstolz oder was weiß ich habe, ich würde sofort irgendwie meine Regierungsgeheimnisse verraten oder mir welche aus dem Arsch saugen, um die Folter zu umgehen. So. Sorry, bin ich ganz ehrlich. Du hast gleich so einen roten Punkt wahrscheinlich hier auf dem Fenster. Ja, nee, aber das ist ja auch der Punkt, dass die Leute dann halt irgendwas gesagt haben, nur damit ihre Folter aufhört. Richtig dumm einfach. Und es wurden wohl auch schon Menschen hingerichtet, so, weil sie zu einem Geständnis gezwungen worden sind durch Folter. Mhm. Dann kam raus, die waren es in Wirklichkeit gar nicht. Ja. Deswegen finde ich halt, dass Folter niemals ein Mittel sein darf, um Geständnisse rauszubekommen oder für irgendwas. Selbst Bin Laden irgendwie, weiß nicht, einen Fingernagel rauszureißen, das finde ich halt nicht in Ordnung, haben sie nicht gemacht, sie haben ihn erschossen. Aber immerhin haben sie seinen Fingernagel verschont, nochmal gut davon gekommen. Aber ich finde, das ist es alles nicht wert, irgendwie Menschen zu foltern. Du kannst immer jemanden treffen, auch wenn du eine Ausfallquote hast von 1 Million zu 1, dass du mal einen folterst aus Versehen, der unschuldig ist, selbst der ist es wert zu sagen, nee, wir machen keine Foltermethoden. Hm. Finde ich jetzt so als Person, die jetzt dann doch eigentlich schon Pazifist ist. Ja. Na gut, bleibt zu sagen, ich würde sagen, wir im Brennpunkt, wir informieren weiterhin, wenn es dann soweit ist und die Prozesse weitergehen. Ich sage ganz ehrlich, dass es mich jetzt nicht ganz so hookt wie zum Beispiel das Impeachment, aber ich bin schon gespannt, was dabei rumkommt und habe keinen Bock, dass er ausgeliefert wird, weil es halt einfach einen Fall schafft, der halt einfach keine gute Strahlwirkung haben wird. Aber ich sehe da tatsächlich nicht so viel Hoffnung. Aber wenn natürlich jetzt irgendwie alle sagen, hier seid ihr bescheuert, lasst die Scheiße. Naja, also ich hoffe ja schon, dass Schweden jetzt dann doch irgendwie den Arsch. Schweden? Schweden spielt doch gar keine London Rolle. London meine ich, sorry, ja. England. Dass die jetzt irgendwie dann doch sagen, wir behalten den jetzt hier und sorgen dafür, dass ihr woanders Asyl bekommt. Ich glaube tatsächlich, der Brexit kann das alles nochmal ein bisschen spannender machen. Ob das damit was zu tun hat, weiß ich nicht. Ob die jetzt sich also entweder, an die Amis ranmachen. Ja, bundeln sie jetzt mit den Amis mehr, weil Brexit und so. Oder sie sagen, oh scheiße, jetzt stehen wir aber doch irgendwie ganz schön alleine da. Jetzt müssen wir irgendwie mal wieder was Gutes tun. Ich weiß es nicht, vielleicht. Ja, will ich nicht sagen, aber so die langfristige Entwicklung überhaupt auch von Edward Snowden, wie lange er noch in Russland bleibt und so, aber auch da am Ende sterben wird, also ob er da sein Leben verbringen wird. Das finde ich halt insgesamt sehr spannend. Ja, über den haben wir jetzt gar nicht geredet. Das ist ja. Ja, aber er ist ja auch nicht Teil von WikiLeaks, aber. Nee, ist er nicht, aber es ist trotzdem mindestens der zweitberühmteste Whistleblower, oder? Ja, ja. Also, es ist schon.
Ich würde fast schon sagen, er ist berühmter als Assange, oder? Ich glaube auch. Obwohl es halt im Endeffekt auch keinen gejuckt hat, oder? Also klar, der ist irgendwie bekannt und jeder weiß es so ein bisschen, aber irgendwie, ja, okay. Aber es gibt einen Film über ihn. Ja, und na dann. Der auch ziemlich gut ist. Ja, hat er auch selber verifiziert, zum Großteil, den Film. Mhm. Ja. Also, wie bewertet man die Woche? Was mich am meisten an der ganzen Sache stört, ist, dass ja eine der besten Freundinnen von Assange Pamela Anderson ist. Mhm. Und selbst die musste ihr Handy abgeben, damals bei der ecuadorischen Botschaft. Und es sind keine Nudes veröffentlicht worden. Nein, oder? Sie haben aber ihre Passwörter gespeichert und ihre WhatsApp-Nachrichten. Okay. Das bei Pamela Anderson, da hört der Spaß für mich auf. Das ist wirklich frech, aber da stellt sich mir die Frage, warum ist sie so dumm? Und geht nicht einfach kurz raus und sagt, okay, ich soll mein Handy abgeben, na dann überlege ich es mir nochmal. Geht raus, legt es irgendwo in ein scheiß Schließfach und geht dann wieder rein. Das weiß ich gar nicht, warum die das also so. Also ich hätte mein Handy nicht abgegeben. Die hatten den Verdacht, glaube ich, nicht, dass es das gibt. Es gab nur dieses... Naja, aber in dem Moment, wo der sagt, du darfst jetzt nur rein, wenn du dein Handy abgibst, dann sage ich, nein, fick dich, dann gehe ich jetzt wieder. Nee, und komm halt im Bikini wieder, guck mal, ich habe kein Handy. Da. Außer irgendwo in mir stecken. Ja. Nee, aber ich war auch schon mal zu Besuch in einem Gefängnis und da gibst du auch dein Handy ab, aber aus dem Grund, dass du halt da nichts reinschmuggeln darfst und so und keinem Telefon geben darfst. Aber dass das Telefon ausgespäht wird, das wussten die ja nicht zu dem Zeitpunkt. Das kam ja erst im Nachhinein raus. Also kann man sich schon denken, oder? Also ich würde das Risiko einfach nicht eingehen. Es ist ja nicht irgendein random Gefängnis. Es ist fucking Julian Assange, der irgendwie Staatsfeind Nummer 1 für Amerika ist. Aber es war kein Gefängnis. Es war in der ecuadorischen Botschaft. Ja, stimmt. Es müsste eigentlich neutraler Boden sein. Ja, das ist alles richtig. Eigentlich. Aber, ja, Ecuador. Was ist denn Ecuador? Ist doch auch fast Mexiko. Ja, ist doch. Für die Aussage ist Assange rausgeschmissen worden. Hat er auch sowas gesagt, wie Ecuador wäre unbedeutend. Ich habe jedenfalls so eine Rede gesehen von dem neuen ecuadorischen Präsidenten, der sagte, Assange behauptet, Ecuador wäre unbedeutend und so. Wir werden ihm zeigen, wie unbedeutend wir sind und ihn rausschmeißen und so. Okay. Ja, aber hat er halt die Wahrheit gesagt. Also wenn du mal flüchten musst nach Ecuador, dann hast du deine Chance gerade vertan. Ja. Deine Assange. Julian, keine Chance. Schade. Ja. Ein ganz, ganz tolles Thema. Ich hätte noch mehr darüber reden können tatsächlich. Also ich bin jetzt ein bisschen mehr drin in dem Thema. Mhm. Ich danke für dieses Thema auch. Ich finde das echt cool. Ja, und wir werden weiter berichten, wenn es da Neuigkeiten gibt. Wenn er wieder raus ist, wenn er liquidiert worden ist. Wir werden auch davon berichten. Als erstes, garantiert. Ja. Wenn ihr euch einsetzen wollt, dann macht das. Gibt es ja auch mannigfaltig Hashtags Free Julian Assange und so weiter. Oder wenn ihr uns mannigfaltig supporten wollt, ja, dann kauft doch einen neuen Brennpunkt Hörerwunsch. Ich bin gerade voll jetzt im Hype gerade. Scheiße, Tino, schade. Ey. Jetzt zum Ende, am Anfang, die erste Sendung war ich so richtig down irgendwie. Jetzt weißt bin du ich warum? Richtig aufgehört. Weil wir in dem Pissestudio waren. Ja. Im Pissestudio. Ja. Wenn ihr uns supporten wollt, mannigfaltig, dann könnt ihr für 20 D-Mark, nee, 40 D-Mark, 20 Dollar, könnt ihr uns kaufen für eine Stunde. Mehr als eine Stunde eigentlich über euer Thema. Wir reden über alles. Wir können auch nochmal eine Sendung machen über Edward Snowden. Wobei ich glaube, das... Da würde ich mir den Film vorher mal angucken. Schwierig. Ja, macht das mal. Das ist echt gut. Über jedes Thema reden wir für euch eine Stunde lang für 20 Euro, 20 Dollar. Oder schickt uns einen Brief her. Die sollen ja irgendwie nur alle 3-4 Wochen mal ankommen. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Wir hatten lange keine Fanpost mehr. Also zumindest kam keine mehr an, lange Zeit. Ich werde mal, wenn ich es nicht vergesse, in die Beschreibung... als Dauerdings machen, also erinnere mich da vielleicht nochmal dran. Hm. Die Beschreibung auf YouTube kann man ja quasi voreinstellen, dass die immer gleich ist. Und wenn ich da einfach mal die Adresse hier rein, weil vielleicht hat ja jemand einfach die Adresse verkackt. Ah, das kann sein. Also dann wird die meistens zurückgeschickt eigentlich, meistens. Das stimmt. Return to Sender haben wir doch gelernt von Elvis Presley. Ja. Aus dem tollen Song. Okay, Elvis singt bestimmt auch. Julian, ich hoffe, du... kommst nicht auf den elektrischen Stuhlien. Genau. Julian. Alter, ja, gut. Wir drücken dir die Daumen, Julian. Und mal schauen, was da noch kommt. Du dürftest zu mir auf die Couch kommen. Ja. Und da schlafen. Ja, oh, das ist aber schon happy. Da wird dann auch dein Haus verwandt. Dann mach ich's. Okay. Ich hab nichts zu verbergen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.